So, grüß euch, servus. Heute zeigen wir euch die Dorian Yates Row der Firma Hammer Strength. Ist eben nach dem berühmten Bodybuilder Dorian Yates nachempfunden, weil der eben immer schön Langhantelrudern im Untergriff gemacht hat. Und diese Variante bzw. diese Art des Zuges haben wir eben hier in der Bladeloader-Maschine nachgemacht. Hier einmal oben mit Platten eben zu beladen. Die Sitzhöhe haben wir eben so eingestellt, dass wenn der Daniel mal eine Wiederholung ausführt, er mit dem Griff unten in der Beuge der Hüfte eben ankommt. Der Ellbogen verläuft dann hier eben sehr schön. Und genau, wichtig ist eben vor allem der Untergriff. Also Handfläche zeigt nach oben und dann kann der Daniel hier mal ein paar Wiederholungen ausführen. Wichtig ist auch, dass wir eben die Schulterblätter dann in der Endposition nach vorne kommen lassen und dann erstmal in den ersten Zug der Bewegung nach hinten bringen und dann eben den Ellbogen. Sehr schön. Das Schöne bei der Übung ist, dass wir das Ganze sowohl beidarmig ausführen können als auch einarmig. Für die einarmige Variante haben wir vorne einen Griff, wo man sich festhalten kann und dann kann man sich eben schön auf die eine Seite eben konzentrieren. Jawohl. Und auch hier eben schön das Schulterblatt nach vorne kommen lassen und dann eben einmal nach hinten ziehen. Sehr schön. In der einarmigen Variante ist es eben so, dass man eben noch ein bisschen mehr Bewegungsumfang herstellen kann. Deswegen ist es vielleicht für den einen oder anderen die bessere Option. Das war die Dorian Yates Row im Plate-Loaded-Bereich.